Servus und hallo beim Not Another Dope Show. Ernst stammt 2 Wochenreflexion vom 6.6. bis 12.6.1994. Die Woche war ziemlich mit der Beerdigung meines Onkels überschattet. Dort war meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, 3 Tanten und ein Onkel von mir. Die Kontaktsperre zu ihnen fiel mir ziemlich schwer. Es war ein beschissenes Gefühl, dass ich nicht noch einmal machen möchte. Dann war für mich noch das Sonderplenum am Donnerstag wichtig. Ich musste über meinen Schatten springen, um von der ganzen Family mein innerstes Ich zu zeigen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich etwas verändert hat in mir. Es fällt mir leichter, über mich und meine Gefühle zu sprechen. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Ich liebe die Michaela und möchte die Beziehung mit ihr aufmachen. Die Stammarbeit wird immer wichtiger für mich. Außerdem freue ich mich auf die Männertage nächste Woche. Langsam aber sicher sind die ersten Ziele in Sicht. Beziehung, Dreierausgang sind meine nächsten. Aber trotzdem will ich eines nicht aus den Augen verlieren. Im Stamm meine ganzen noch anstehenden Probleme bearbeiten. Es geht mir gut und ich freue mich auf die nächste Woche, obwohl ich weiß, dass ich süchtig bin. Mein Drogenabstand ist zurzeit sehr groß. Ich hatte die ganze Woche keine Drogengedanken. Ich sehe das positiv. Obwohl ich mich in den letzten 6 Monaten oft entscheiden musste, ob ich clean bleiben will oder nicht, fällt es mir immer leichter, mich für ein drogenfreies Leben zu entscheiden und damit geht es mir sehr gut. Ja. Zu der Beerdigung bin ich gefahren mit meinem Cousin, der ja auch dort Therapie gemacht hat, und mit dem Frankie. Frankie war ein Ex-User, der dort als Therapeut gearbeitet hat. Und naja, die haben halt trotzdem nicht so weit gelockert, dass ich mit denen hätte, diese Kontaktsperre so weit gelockert, dass ich mit meinen Leuten da richtig normal habe reden können. Ich durfte mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter und so weiter, aber halt nicht mit den anderen. Mein Cousin schon, weil es war sein Vater, der da beerdigt worden ist. Ja, deswegen war bei ihm das komplett aufgehoben worden, was ich auch verstehen kann, logisch, oder? Ich habe auch mit meinen Eltern gesprochen, ein bisschen und Beileid wünschen und so weiter. Das ist schon alles gegangen. War für uns beide nicht einfach, in der Situation nicht dem Frank den Finger zu zeigen und dann erst einmal unser Pack zu holen. Sondern wir sind wieder nach Hause gefahren, nach Herrschen, da in den geschützten Rahmen und haben halt da unsere Trauer ausgelebt. Das muss man dann als Junkie, der nichts mehr nimmt, muss auch lernen. Ja, man muss über seine Gefühle sprechen können und das dann einfach mal zugeben, wenn man Scheiße baut hat oder so. Ist auch nicht so einfach, macht auch nicht jeder. Vor allem, wenn du mitkriegst, dass die Leute, die nicht mal drauf waren, sowas gar nicht wissen. Die bräuchten alle mehr Therapie, Dexter. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. In beiden Fällen würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und ja, abonniert meinen Kanal. Bis dahin.